Ich gebe den Yu-Gi-Oh! Bösewichten Pokémon-Teams. Dann machen wir jetzt einmal weiter mit Weevil Underwood. Weevil gebe ich als allererstes einmal Omod für seine Riesenmotte. Das war ja das Monster, was er im Duell gegen Yugi im Königreich der Duellanten beschworen hat. Und das war halt auch eine lange Zeit das Monster, was man am meisten mit Weevil verbindet. Es wirkte halt wirklich brachialisch und wurde auch teilweise sehr ikonisch. Für das nächste Bossmonster von Weevil gebe ich ihm einmal Ariados für die Insektenkönigin. Die Sache ist halt die, dass an sich jedes Pokémon hier fast gepasst hätte, was spinnenähnlich ist. Aber ich habe mich letztendlich für Ariados entschieden, einfach weil es auch den Gifttypen hat, was ich sehr, sehr passend zur Insektenkönigin finde. Und es hat auch diesen roten Farbton, den halt auch die Insektenkönigin hat. Und ganz zum Schluss würde ich Weevil einmal Bibor bzw. Mega Bibor geben, ist an sich relativ egal. Das soll nämlich seine Killerbiene darstellen. Das ist nämlich das allererste Monster, was Weevil im Duell gegen Yugi beschworen hat. Und deswegen finde ich, dass es in sein Team gehört.